in Hamburg. Herrn Herbert Breitschamer hätte ich gern gesprochen, bitte. Ja, Breitschamer ist am Telefon. Was kann ich denn tun für Sie? Schön, und wo rufen Sie nochmal an? Ich habe es nicht verstanden. Aus Hamburg, Johann Ruf, mein Name, vom Versicherungspilot. Piloten, Herr Breitschamer. Ja? Herr Breitschamer, wir sind ein unabhängiger Unternehmen, der mit vielen Versicherungsgesellschaften zusammenarbeitet. Ne? Mit Vertriebsgesellschaften? Betriebsgesellschaften, Versicherungen. Mit verschiedenen. Ach, mit Verzierung? Ja, das ist gut. Versicherung. Ja. Ja. Und wir schauen halt immer das Beste für unsere Kunden, was wir da haben, und bieten es dann ihnen an, wenn er natürlich Interesse hat, ne, Frau Breitschamer. Bin ich denn Ihr Kunde? Weiß ich noch nicht, ja, aber bei einer Umfrage haben Sie anscheinend mit teilgenommen, Herr Breitschamer. Welche Umfrage war das denn? Hier steht, dass Sie vor kurzer Zeit bei unserem Umfrage für Sterbegeldversicherung teilgenommen haben. Ach so, ja, kriege ich das denn jetzt, das Geld? Nein, ich muss erstmal noch ein paar Fragen an Sie stellen. Ja. Und ja, dann erstmal weiterleiten, und die Experten werde ich dann in ein paar Tagen dann nochmal anrufen und beraten, Herr Breitschamer. Ja, das können die Experten gerne machen. Und was ist jetzt Ihre Aufgabe in der Konstellation? Meine Aufgabe ist erstmal, Sie zu fragen, vom Beruf, Herr Breitschamer, sind Sie selbstständig, angestellt, Rentner oder arbeitssuchend? Nee, ich bin ja selbstständiger Schichtarbeiter im Prinzip. Selbstständig, Und haben Sie bereits eine Vorsorge getroffen? Haben Sie schon eine Lebensversicherung laufen, oder? Nee, noch überhaupt nicht, ne? Aber ich bin halt an dem Punkt angekommen im Leben, wo ich halt sage, so schneiden, rendern und hochladen, das ist ja mental und physisch, sag ich mal, sehr anstrengend, ne? Da möchte ich mich halt schon gern absichern, weil wenn meine Rendermaschine mal nicht mehr funktioniert, ne? Da muss ich ja trotzdem weiter im Keller bei der Marion halt Miete bezahlen, ne? Natürlich, das muss man auf jeden Fall. Ja, ja. Können Sie mir da denn weiterhelfen? Ich nicht, aber meine Experten, die werden weiterhelfen können. Ach so. Meine Aufgabe ist nur hier ganz kurz zu fragen. Was ist Ihnen bei einer Vorsorge wichtig, Herr Breitschamer? Der Preis, die Leistung oder Flexibilität? Oder alle drei zusammen? Ja, alles drei, ne? Weil wenn dann alles richtig. Drei. Wenn dann richtig, ne? Da haben Sie auch vollkommen recht. Ja klar, da wird er richtig weggemeldet, das ist einfach so. Und wie hoch wäre Ihre Wunschabsicherung, Herr Breitschamer? Naja, am besten so, dass ich dann halt nicht mehr arbeiten muss, wenn was passiert, ne? Ja, weil wenn ich, würde ich sagen, weil falls ich dann halt versterben sollte, ne, dann muss ja auch so die Beerdigung und alles bezahlt werden. Das kann ich mir dann ja gar nicht mehr leisten, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Das heißt, ich würde schon gerne nicht mehr arbeiten müssen, falls ich versterbe, ne? Also wenn Sie versterben sollten, dann müsste es auch nicht mehr arbeiten. Ja, deswegen, ja, aber das kostet ja trotzdem viel Geld alles. Ja, natürlich. Das ist ja dafür gedacht, Herr Breitschamer, dass Ihre Hinterbliebenen nicht tief in die Tasche greifen müssen, wenn sie versterben sollten. Ja, das wird ja irgendwann mal passieren, ne? Das lässt sich ja nicht verhindern. Das kann man nicht verhindern. Das wird ja, jeder wird das mal fühlen müssen, ne? Ja, das ist natürlich so. Ja. Das ist eine einmalige Erlebung, was man hat. Eine Eingebung? Einmal geboren. Man wird einmal geboren und einmal sterben, ne? Das haben Sie gut erkannt. Das hat sicher viele Jahre des Selbststudiums bedurft für diese Einsicht. Da kann ich Ihnen nur beglückwünschen im Prinzip, ne? Herzlichen Dank, Herr Breitschamer. Ja, das haben Sie schön aufgesagt, ne? Soll ich mal 8.000 oder 10.000 eintragen, Herr Breitschamer? Ja, ich nehme gern 10.000, ne? Da kann ich mir wieder einen blauen Ford Ranger von kaufen. Ja. Okay, Sie sind der Herbert Breitschamer, 1.12.1953 geboren, Türkenweg 22C, 76534 Baden-Baden. Ja, das ist einfach so. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Gewinn meinen Urlaub 2022@gmail.com. Ja, natürlich, das ist so eine Wegwerfadresse, ne? Weil man kriegt ja immer so komische Nachrichten. Ja, komm, in Baden-Baden. Gehen Sie gerne, Herr Breitschamer, in Baden-Baden? Gehen Sie also ins Casino? Ja, natürlich, ich habe da eine Jahreskarte. Oh, aha. Haben Sie mal
ein richtiges Erlebnis mal gehabt, so mal richtig was gewonnen in Baden-Baden, Herr Breitsamer? Ja doch, da ist mal gut was da. Also das Höchste, was ich mal aus so einem Slotty rausgeholt habe, waren 5.000, ne? 5.000? Ja, oh, und, wow. Und einmal habe ich mitgekriegt, da ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da ist so ein Kartenzähler im Casino gewesen. Der hat hier so diese Kartenspiele gemacht und hat sich halt, der konnte sich wohl merken, wie viele Karten da schon im Umlauf waren. Und er hat halt da immer gewonnen. Und die haben das dann halt rausgekriegt, dass der da die ganze Zeit halt quasi die Karten gezählt hat. Und dann wurden die ganzen Leute durchsucht, weil die dachten, dass der eine Kamera dabei hat. Ja, manche Menschen haben diesen Gehirn dazu, Herr Breitsamer. Ja, das ist manche ja, müssen nicht arbeiten gehen, die gehen dann da los und machen das Casino leer, ne? Ja, das ist richtig. Manche Menschen haben es wirklich drauf. Sowas. Die können wirklich, manche können sich sogar merken, welche Karte schon drauf ist, welche Karte als nächstes kommt. Ja, ja. Es gibt solche Profis, ja, ja. Das ist, was haben Sie denn für Talente? Was können Sie denn besonders gut? Ich weiß es nicht. Ich kann, was kann ich? Ich Dart spielen kann ich sehr gut. Dart spielen, das ist aber auch Glückssache, ne? Oder ne, da muss man ja die Windgeschwindigkeit auch berechnen, ne? Ja, alles Mögliche fast, ja. Also ich habe das früher immer mit Wurfmessern gemacht, ne? Wurfmesser haben Sie das gemacht? Ja, ja, so für den Zirkus. Ich bin ja Clown gewesen früher, ne? Echt jetzt, im Jan? Ja, ja. Ich bin passionierter Pierrot. So ist also die Fachbezeichnung aus dem Französischen. Ja, ja. Aha. Und wie lange haben Sie das gemacht, Herr Breitsamer? Mein ganzes Leben lang. Ich bin ja beim Wanderzirkus aufgewachsen. Oh, das ist aber ein Ding, schön. Ja, das war eine bewegte, interessante Zeit. Einmal ist uns ein Löwe abgehauen. Das war besonders interessant. Den haben sie dann erschossen. Der hatte aber gar keine Zähne mehr. Wieso haben sie denn erschossen, wenn er keine Zähne mehr hat? Na, das wussten die nicht. Die haben nicht auf uns gehört. Ne? Und er lief dann halt durch die Stadt und dann waren da halt die Jägerschaft und die Polizei. Ja. Na, immerhin haben die dann noch 700 Mark für das Fell bezahlt. Ne? Die haben das als Trophäe dann behalten. Da konnte der städtische Jäger dann behaupten, er hat mal einen Tiger geschossen. der hat da sogar ein Buch drüber geschrieben dann. Ja? Ja, so ein Hund, ein Elender. Ja. Wie er diesen Löwen erschossen hat, oder was? Ja, ja, wie das dazu kam, ne? Und da ist da so ein Bild drin, da ist er dann ganz stolz mit diesem Tigerfell und da haben wir ihn dann hinterher verklagt, weil das ist ja... Löwe, Herr Breitsamer. Das ist ja eine Mischung gewesen im Prinzip, ein Tigöwe im Prinzip. Tigöwe, ja, aha. Nein, das sieht aber auch gut aus, ne? So ein Löwe mit so einem Streifen. Ja, also manche Punkte, manche Streifen, das ist ja im Prinzip das ist ja ein Tarnmuster, das ist ja im Prinzip von der australischen Armee dann auch übernommen worden, ne? Weil das ja, sagen wir, für Sandregionen sehr gut geeignet ist. Ja, das ist so, ja. Aber das finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. So ein Tigöwe hat schon, da gibt es leider keine Plüschtiere von, sonst will ich das meinen Enkel schenken. Müsste man vielleicht mal eine Fundraising-Kampagne für machen. Ja. Der Tiger hatte leider keine Sterbegeldversicherung. Das wäre sehr gut gewesen. Nein, der hatte leider keinen, ne? Schade. Leider ja nicht. Ne? Sie hätten ja mal vorher anrufen können. Ja. Breitsamer, wie groß war denn der Zirkus mit der... Wie viele Zuschauer passt du rein? Na, den Zirkus gibt's heute immer noch. Ich sag mal, wir haben relativ klein angefangen. Das ist dann, sag ich mal, mehr noch so eine öffentliche Sau auf einem Marktplatz oder auf einer Festwiese. Und inzwischen haben wir halt auch ein Zelt, da passen 1500 Gäste rein. Und eben Außenanlage noch mit Zuckerwatte und Ticketverkauf und Posterverkauf ist ja auch immer ganz wichtig, handsigniert vom Rainer. Ja. Das ist, aber ich bin halt inzwischen zu alt fürs dafür, ne? Ich mache jetzt halt nur noch die Internetgeschichten. Ah ja, okay. Ja, ja, mal, irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Ich kann mich nicht mehr auf dem Trapez rumzwingen. Ja, das geht nicht, Herr Breitsamer, ne? Sie sind 53 geboren. Ja, das... 59 sind Sie jetzt, ne? Ach, nee, wenn ich 53 geboren bin, bin ich jetzt keine 59. Sag mal, das funktioniert... Also rechnen ist dann schon mal nicht Ihr Talent, ne? Nein, das ist nicht mein Teil.
bei 60. Jetzt müssen Sie aber mal rechnen, sonst mache ich mir Sorgen. 69 würde ich sagen. Ja, ja, das 69, stimmt. Ja, also, wenn ich doch nur noch 50 wäre, ne, dann wird er morgens noch stehen wie der Gartenschlauch, du, dann sage ich dir. Ja. Lang ist das her. Ja, 69. Ja, alles gut, ne? Es passiert schon mal. Okay. Steht ja, er bei dir denn noch? So. Was er noch? Mehr nicht. Nur die Adresse und E-Mail-Adresse, mehr nicht. Aber ach so. Ich habe sehr schön E-Mail-Adresse haben Sie. Ja, ja, ich habe aber leider noch keinen Urlaub gewonnen, aber vielleicht eine Sterbegeldversicherung, ne? Na, hoffen wir es doch, ne, Herr Breitsamer. Ja, das ist einfach so. Ich habe vorgehabt, nach Baden-Baden zu fahren, Herr Breitsamer. Warum denn? Wollen Sie ins Casino? Ja, einmal ins Casino wollte ich immer mal. Da gibt es aber Kleiderordnung, da müssen wir mit dem Anzug hinlaufen, ne? Mit Anzug, ist das wirklich? Ja, natürlich, das ist ja, sag ich mal, kein 1-Euro-Shop-Nettomarkt oder McDonald's, ne? Das ist ja, sag ich mal, ein gehobenes Etablissement. Ah ja, naja, für einen Tag kann man es ja mal anziehen. Es ist ja praktischerweise, hat sich ja direkt neben diesem Casino so ein Smoking-Verleih aufgemacht, weil da ist immer die Leute, die dann abends abgewiesen werden, die gehen dann dahin, können sich dann für 90 Euro für den Abend, sag ich mal, Hemd, Sakko und Hose ausleihen, dass sie da rein dürfen. Mein, das doch. Ja, man muss kreativ sein, ne? Ich meine, das ist ja, so eine Sache, die mir, sag ich mal, zum Glück in die Wiege gelegt wurde, dass ich mir, den größten Schwachsinn einfach, dass das einfach so in den Kopf geschossen kommt, ne? Andere Leute müssen da hart arbeiten für oder ganz viele Medikamente nehmen. Bei mir kommt das einfach so. Naja, ne, ist einfach so. Ja, ist schon. Herr Breitsamer, okay, ich muss mal weitermachen. Ah ja. Ist in den nächsten paar Tagen, diese Woche noch, bekomme ich dann einen Anruf von unserem Experten. Die werde ich dann telefonisch beraten, Herr Breitsamer. Können wir das vielleicht heute noch machen? Wir fahren morgen in Urlaub für 3 Wochen. Ah, oh, ich kann das mal eintragen, mitteilen, dass man sich heute noch bei Ihnen meldet. Ansonsten für wie lange fahren Sie in Urlaub? Für 3 Wochen. Für 3 Wochen. Also morgen in 3 Wochen wären Sie dann wieder da? Ja, ja, klar, aber bis nach dem Urlaub weiß ich das ja gar nicht mehr. Wir fahren an die Nordsee, nach St. Peter-Ording. Nach Nordsee? Ah. Ja. Bisschen schwimmen. Aber ich werd eine Notiz halten, dass Sie heute in Urlaub fahren. Und nee, morgen, ja. Morgen fahren Sie. Ja, also heute wäre das schon, wenn wir das noch über die Bühne kriegen, ne? Weil falls mir im Urlaub was passiert, weil ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber die Möwen an der Nordsee, die sind ja riesengroß. Ne? Also für den Fall, dass ich jetzt verschleppt werde, sag ich, da muss meine Frau ja abgesichert sein. Ne? Ja, natürlich, das stimmt. Okay, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen, ob man Sie heute noch erreicht oder anrufen wird, aber einen Eintrag werde ich machen, einen Notiz halte ich mal hin, bemerken. Wem halten Sie das denn hin? Wie heißt denn der dann anruft? Können wir da ein Passwort abmachen? Das weiß ich. Ich schicke es einfach weiter. Und wer zufällig frei ist, der nimmt es dann an. Und wer das ist, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Können wir da ein Passwort vereinbaren, dass ich weiß, dass das einer von Ihnen ist? Selbstverständlich, natürlich. Ja, dann schreiben Sie mal. Ich würde ja schon gerne ein personalisiertes Passwort nehmen. Ich muss mir nur gerade was überlegen, wo auch definitiv keiner drauf kommt. Ziegenkäse. Ziegenkäse mit Z, ja? Ja, ja, wie die Ziege. Ziegenkäse, okay. Ja, das esse ich gerade, ne? Schmeckt bestimmt gut. Ja, das ist der Gute vom Griechen um die Ecke. Okay. Gut, Herr Breitmann, sag mal, das habe ich jetzt mal notiert. Von wo rufen Sie eigentlich an, sagen Sie mal? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Oh, das ist ja da haben Sie ja Erfahrung mit der Nordsee. Wie ist das denn mit den Möwen, wenn die jetzt, sag ich mal, im Sturzflug runterkommen? Wie verhalte ich mich denn dann am besten? Kopf verdecken. Was soll ich machen? Kopfnuss? Mit der Hände, den Kopf verdecken. Nee, da zerhackt die mir ja die Hände. Das will ich ja auch nicht. Nein. Gibt es denn, also wir haben ja hier bei uns unten im Schwarzwald, da gibt es Regenschirm, der fliegt doch weg bei der Windstärke. Das ist ja ein Touristenfehler, mit einem Schirm an die Nordsee zu laufen. Nein, nein.
gegen, wenn die Möwen sie angreifen, dann erst öffnen, nicht vorher öffnen. Ja, dann nehme ich ja lieber, ja, dafür habe ich ja eigentlich einen Teleskopschlagstock dabei immer, ne, aber ich wollte die Möwe dann halt gerne in der Form besiegen, dass sie hinterher noch essbar ist, ne, weil ich meine, wenn ich da mit dem Knüppel drauf hau, dann ist da ja nicht mehr viel übrig. Da kann ich die höchstens noch für den Tigöwen mitnehmen. Ja. Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten, junger Mann? Bis 18 Uhr, 19 Uhr. So lange? Das ist aber nicht schön. Ist das eine gute Arbeit? Ja, macht mir schon Spaß. Ja. Wie lange machen Sie das schon? Ich mache das schon ein paar Jahre. Ja? Ich hätte jetzt drauf getippt, dass Sie... Ich am Telefon nicht sehr breit zusammen. Das ist halt das Schöne daran, ne? Sie verkaufen? Was verkaufen Sie denn? Ich verkaufe nichts am Telefon. Das ist das Schöne daran. Ach so. Weil, ja, es gibt ja manche Arbeiter, die Abos verkaufen oder was anderes verkaufen. Ich mache eine Umfrage, mehr nicht. Das macht halt schon Spaß. Da habe ich halt öfters mal solche nette, schöne Personen wie Sie, Herr Breitsamer. Dankeschön. Wo man sich schön gut unterhalten kann, bitteschön. Ja. Wo man sich gut und schön unterhalten kann, ne? Ja, also ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Ihnen. Ne? Das ist ja im Prinzip, wie wenn man versucht, sag ich mal, so ein Babyhamster aufzuziehen. Man muss halt immer genau gucken, was man macht, damit das halt nicht zu viel wird. Ne? Weil das muss ja auch verständlich bleiben alles. Ja, ich hoffe, ich habe das hinbekommen soweit, dass Sie nicht mit Kopfschmerzen nach Hause gehen müssen. Hoffentlich nicht. Nein, nee, das hoffe ich ja. Ich will ja nicht, dass sie da Schmerzen erleiden, ne? Weil das ist wahrscheinlich ziemlich schlimm, ne? Das werde ich schon nicht haben. Nein. Das freut mich ganz besonders. Ich habe öfters mal Pause und mein Chef oder mein Vorgesetzten, ne? Die merken, dass wenn einer mal so ein bisschen gestresst ist, dann sage ich, gebe sie raus, nehme frische Luft und komme wieder. Oh, das ist ja artgerechte Haltung par excellence. Da muss man ja glatt mal Steve Irwin vorbeischicken, dass er das bei Ihnen mal, sag ich mal, im natürlichen Habitat auch mal, sag ich mal, richtig dokumentieren kann. Sollen wir da einen Termin ausmachen? Das muss ich erstmal absprechen, ob man das kann, Herr Breit. Was denn? So einfach, das, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Was habe ich denn vorgeschlagen? Einen Termin ausmachen für bekannt. Sie wollten es bekannt geben. Dass sich das bei Ihnen mal einer anschauen kommt, weil das scheinen die ja alle sehr gut zu machen. Da haben Sie ja eine Belobigung verdient vom Eulenverein. Ja, da kann man ja anrufen und beloben, aber weiter zum Vorbeikommen da braucht und Bilder zu machen und so weiter, brauchen wir erstmal Erlaubnis von ganz oben. Ja, so eine Drehgenehmigung. Haben Sie da mal eine Telefonnummer für mich? Könnte ich ihn mal durchgeben, ja. Ja, ich hole mir kurz was zu schreiben. Ja, bitte. Ja, kann losgehen. Frau Ecker, wie war unsere Telefonnummer? Die ist vorkürzlich geändert worden. Kann ich Sie vielleicht später nochmal anrufen, um es durchzugeben? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Sie wollten ja nachher sowieso nochmal anrufen. Ja. Die Nummer, die Sie auf dem Display sehen können, das ist ja von mir. Da können Sie ja jederzeit wieder zurückrufen. Ja, ich speichere mir das mal kurz bei Google ab, dass das dann auch da ist. Ja, natürlich, machen Sie das bitte. Nee. Und wann wollen wir wieder telefonieren? Wann Sie wünschen, Herr Breitsamer. Ich kann das mir hier notieren und kann ich dann nochmal zurückrufen. Ja, das können wir gerne machen. Ich unterhalte mich ja gerne mit Menschen, ne? Ich sehe, dass ich heute Mittag ein bisschen Zeit habe, ab 15 Uhr, dann könnte ich dann nochmal zurückrufen. Das können wir gerne machen. Es hat bis dahin denn der andere dann auch angerufen? Ich denke, dass er bis heute Abend dann schon ein bisschen Zeit braucht, weil er wird ja viele Versicherungen durchgehen müssen. Ja, dann sagen Sie dem mal, dass ich ein besonderer Kunde bin, dann soll der mich jetzt gleich anrufen. Dann können wir das noch erledigen, bevor meine Frau gleich mit dem Essen fertig ist, ne? Also wie gesagt, ich würde es hier mit bemerken, dass es eilt, dass es wirklich sehr, sehr dringend ist. Ja, das ist ja... So schnell wie möglich heute noch zurückruft. Das ist super lieb. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dankeschön. Was ich sage, Herr Breitsamer, was ich verspreche, den Versprechen halte ich auch, ja? Das ist gut. Keine Sorge. Das ist gut. Das hat der Herr Baraka auch immer gemacht. Wer ist das? Kennen Sie den nicht von YouTube? Der Baraka? Baraka heißt er.
Baraka, nein. Nee, der liest immer so Briefe und E-Mails von Fans vor und verspricht dann immer, dass das das letzte Video ist und dann lädt er wieder eins hoch, ne? Ach so einer ist das, okay. Ja, ja. Nein, mit solchen Leuten habe ich keinen Kontakt, nein. Ach so. Machen wir das so, ja? Ich melde mich dann heute nach 15 Uhr nochmal bei Ihnen, ja? Ja, so machen wir das. Dann bis nachher, ne? Ja. Guten Appetit auch. Okay, bis später. Danke. Tschüss, danke. Tschüss. Scheiße, was ist das denn für eine verwirrte Gestalt? Ja, macht das seit Jahren, braucht aber 20 Minuten, um einen Termin abzustimmen. In der Zeit hätte er schon 20 andere anrufen können. Aber hey, ich freue mich drauf.